Manchmal hat man wirklich was Besonderes und das haben wir heute. Denn heute habe ich eine Zigarre, die jetzt bei uns im Vertrieb ist, von einer Familie, die seit roundabout 400 Jahren mit Tabak arbeitet und das heute in der 11. Generation. Wir alle haben Familie, wir alle haben Vorfahren, aber ich denke mal, die wenigsten können auf eine Geschichte von 400 Jahren in einem Business zurückblicken oder auf 11 Generationen, die man zurückverfolgen kann. Ich kann das nicht. Also das ist schon was, das nötigt ein bisschen Respekt ab. Und wenn man dann noch sieht, dass das eine Familie ist mit deutschen Wurzeln, mit badischen Wurzeln, auch noch mit Wurzeln aus Bruchsal, Obergrombach, Untergrombach, also die Ortsteile, wo auch die Familie Kleinlage herkommt. Wenn man dann noch hört, dass das ehemalige Weggefährten sind und Freunde waren, vor Generationen schon, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte, denn die Familie Meerapfel, um die es geht, und das steht auch auf jeder Kiste hinten drauf, diese Familie kommt ursprünglich aus Bruchsal, Untergrombach, da war die Fabrik der Familie gestanden. In Obergrombach ist heute noch der Friedhof der Familie, der auch besucht wird. Und in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hat eben die Familie Kleinlage und die Familie Meerapfel an einem Ort mehr oder weniger gearbeitet. Und die vorgehenden Generationen waren sich durchaus im Handel und auch freundschaftlich nah. So kam man natürlich dazu, dass die Familie Meerapfel, die jetzt wieder Zigarren auf den Markt bringt, die jetzt über uns vermarkten. Das ist natürlich was Schönes, nicht? Wenn das so ein bisschen beieinander bleibt über Generationen hinweg, das hat ja was. Die Familie Meerapfel musste ja dann zur düstersten deutschen Zeit religiös bedingt auswandern und ist nach Kamerun. Und wenn man heute große Zigarren raucht und von großen Zigarren im Bereich des Tabaks aus Kamerun spricht, dann wird man früher oder später immer auf die Familie Meerapfel treffen. Die Familie Meerapfel ist berühmt für wirklich hervorragende Tabake und für wirklich unfassbares Wissen über den Tabak. Und wenn diese Familie nach so vielen Generationen sich entschließt, eigene Zigarren zu machen und die mit ihrem eigenen Label und Namen zu vertreiben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, das wird nichts Schlechtes werden. Und das ist es auch. Wir haben hier wirklich wunderschöne Kiste, wunderschöne Zigarre. Von vorn bis hinten, von hinten bis vorn, anständig gemacht. So muss ich es halten. Und die Zigarre wird in Honduras gefertigt, also nicht in Kamerun. Deckblatt Honduras. Leider Gottes wissen wir noch nicht mehr, aber das kommt sicherlich noch. Umblatt Costa Rica und Einlage, da wird es interessant, Nicaragua, denn normalerweise hat man bei Nicaragua oft dieses leicht würzige, auch mal ein bisschen Pfeffer, das haben wir hier gar nicht. Wir haben eine wirklich ausgewogene, runde, milde und trotzdem geschmacksintensive Zigarre mit viel Aroma. Also eine Zigarre, die wirklich richtig Spaß macht. Die man mal schnell nachmittags gemütlich rauchen kann. Und diese Zigarren bringen wir ab jetzt sofort zu unseren Händlern, wo man sie dann eben auch probieren kann. Und keine Angst, sie sind jetzt nicht so, dass man sich es nicht leisten kann. Ich persönlich finde es phänomenal, dass hier diese Familien wieder zusammenkommen. Hier Kleinlage, da Meerapfel, die schon vor Generationen in den Ortsteilen von Bruchsal miteinander gearbeitet haben, miteinander Tabak gehandelt haben, sich miteinander ausgetauscht haben, dass die Familie Meerapfel trotz allem, was passiert ist, immer noch diese Bande hat nach Deutschland, immer noch diese Bande hat, eben auch ins Badische, ihren Friedhof dort besuchen und so weiter. Also das finde ich phänomenal, das finde ich toll und das macht einen dann schon so ein bisschen stolz, dass man so eine Zigarre jetzt dann auch im Portfolio hat. Und ich denke mal, das ist auch dann für den Genießer, der die Zigarre liebt, auch so ein bisschen was mit History hinten dran. Und das, denke ich mal, wird ganz gut ankommen. Ich finde die Zigarre jetzt schon mal klasse. Das ist die erste Dinge, die ich vorstelle. Die nächsten werden folgen. Ich wünsche euch was.